Eine erneute Verschiebung der Eröffnung des BER ist zwar bislang reine Spekulation, aber, und auch das sollte nicht unerwähnt bleiben, an den Gerüchten war schlussendlich doch oft mehr dran. Erst kürzlich wurden zwei Termine verschoben, jetzt scheint auch der 27. Oktober 2013 fraglich. Medienberichten zufolge würden die Brandschutzplaner in einem Schreiben an Flughafentechnikchef Horst Ammann Abweichungen zwischen Brandschutzkonzept und baulicher Realisierung eingestehen. Kritisch sei nach wie vor die Entrauchungsanlage. Am Montag wurde eine Krisensitzung einberufen, doch sowohl die Flughafengesellschaft als auch der Senat wiesen Interviewanfragen zurück. Für die Grünen im Parlament gießen die Spekulationen nur noch mehr Öl ins Feuer. Ohnehin ist das Projekt BER längst mehr eine Bruchlandung als ein Überflieger. Es muss eine Sonderaufsichtsratssitzung geben, die auch Verantwortung für das übernimmt, was jetzt am Flughafen geschieht. Es kann nicht sein, dass die organisierte Verantwortungslosigkeit, die bislang dort geherrscht hat, auch weiter so betrieben wird, weil dann wird der Flughafen tatsächlich nie fertig. Die Spekulationen sorgen insbesondere bei Wirtschaftsverbänden für Verunsicherung. Und jetzt sollten wir auch nicht zu sehr personalpolitisch spekulieren, sondern schauen, dass dieser Flughafentermin, dieser Öffnungstermin gehalten werden kann, weil er für das Wachstum der Region enorm wichtig ist, weil der Flughafen ein Jobmotor ist. Technikchef Horst Ammann will nun Lösungen finden, auch wenn das einen neuen Eröffnungstermin erforderlich machen würde.